Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute gibt es einen kleinen Fanservice rund um die eingeführten Entscheidungsbaum-Diagramme, die ab dem 01.04.2021 ja die Prozessrealität für verschiedene Hintergrundprozesse der Energiewirtschaft dann auch ändern werden. Und zwar läuft es ja darauf hinaus, wir haben dann für verschiedene Prozessbestandteile eine Art Prüfliste, wie hier ganz konkret durchzuarbeiten ist. Während das bisher eher implizit vorgegeben war, haben wir jetzt eben eine konkrete vorgegebene Prüfliste. Und je nachdem, welches konkrete Szenario in einem Fall zutrifft, kommt ein bestimmter Code raus, der wird rausgeschickt und dann wissen beide Marktpartner, was sie jeweils meinen. Aber wie wir ja in dem anderen Video bei uns auf dem Kanal schon gesehen haben, sind diese Entscheidungsbaumdiagramme nun mal eine tabellarische Darstellung und das ist für viele Kollegen nicht ganz so offensichtlich und zugänglich, weil es auch nicht ganz intuitiv sofort verstanden werden kann. Und man ist bei einem Entscheidungsbaumdiagramm auch vielleicht eher gedanklich bei einer Art Flussdiagramm, was es dann darstellt mit Ja-Nein-Entscheidungen und dann kommt man jeweils zum nächsten Prozessschritt. Und genau das haben meine guten Freunde der Hochfrequenz-Unternehmensberatung jetzt umgesetzt. Mit einem kostenlosen Angebot, man muss sich da nur kostenlos registrieren, kann man auf entscheidungsbaumdiagramm.de. Ich bin auch so neidisch, dass ich diese Domain nicht selbst gesichert habe. Das ist eine super Idee gewesen von meinen lieben Freunden dort. Dort haben die das also dargestellt. Man loggt sich dann eben nach dem kostenlosen Registrieren ein und kann dann den Prozess auswählen oder nach der Nummer des Entscheidungsbaumdiagramms suchen. Und dann ist da einfach ein Flussdiagramm dargestellt, was ihr hier ja auch sehen könnt, wo man dann eben weiß, na genau so kann ich diesen Prozess dann nachher bearbeiten. Genau so sind hier die Absprünge auf die nächsten Prüfschritte. Und das ist für manche eben doch deutlich besser und offensichtlicher als die tabellarische Darstellungsform aus den Idiot Energy Dokumenten. Vor allem, weil wir dort ja auch ein fast 300-seitiges Dokument haben. Das Navigieren dadurch ist halt auch nicht ganz so einfach und offensichtlich. Deswegen, coole Idee, coole Sache. Dieses Video ist übrigens auch keine Hashtag-Werbung, weil ich nichts dafür bekomme, sondern einfach nur die Idee super finde und natürlich auch in den Schulungen, die ich halte, rund um die Edifact-Änderungen zum 1. April, das auch schon gut angekommen ist und die Idee eben tatsächlich ein bisschen hilfreich ist. Also schaut euch das ruhig mal an. Kostenlos kann man sich da registrieren und die Hochfrequenz ist auch ansonsten eine gut etablierte und hilfreiche Unternehmensberatung für IT-Projekte in der Energiewirtschaft. Also kann man auch ruhig mal reinschauen. Die haben auch einen YouTube-Kanal und vielleicht entwickelt sich da ja auch in der Zukunft mal die eine oder andere Collaboration. Mal schauen. Also, wenn ihr selbst auch noch Herausforderungen habt mit den Anpassungen, die jetzt zum 1. April kommen, die Zeit, der Kalender wird zwar immer knapper, aber eventuell so ganz kurze Schulung, mal so maximal einen halben Tag, kriegen wir vielleicht noch hin, wenn ihr auch ganz zielgerichtet erklärt haben wollt, was eben hier zum April sich ändert. Einfach mal Bescheid geben. Ich verlinke unten unsere Seite dazu auch, wo man sich bezüglich so eines Seminars melden kann. Und dann können wir da nochmal ganz schnell und unkompliziert helfen. Hat auf jeden Fall schon kürzlich wieder geklappt. Wir helfen da jetzt mittlerweile doch einigen Häusern, nochmal konkret zu verstehen, was machen diese Entscheidungsformdiagramme überhaupt und was ändert sich in den Nachrichtentypen so ansonsten zum 1. April. Und was passiert dann zum Oktober und was passiert zum nächsten April? Es hört nicht auf, die Energiewirtschaft ist ständig im Wandel. Das wird richtig krass die nächsten Monate. Also, entscheidungsbaumdiagramm.de für die entsprechende Darstellung als Flussdiagramm, super hilfreich. Und unten der Link zu unserem Seminar dazu. Schaut mal rein. Fragen, Anmerkungen zu dem Angebot oder auch unseren Sachen gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr immer wisst, wenn wir ein Video hochladen. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.